Tschernobyl und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle News Video. Wie ihr gemerkt habt, ist in den letzten Tagen recht viel erschienen und ich habe dazu jetzt nicht allzu viel gesagt, weil, naja, es war die Vegeta-Sache, aber irgendwie kam ich da nicht zu. Und jetzt kam noch viel mehr zum dreijährigen Special. Heißt, ich habe mich entschlossen, gut, wir haben ein bisschen was nachzuholen, also machen wir doch anstatt jetzt drei kurze News Videos, die ich eh verpasst habe, einfach mal ein zusammenfassendes News Video, was die letzten Tage so los war. Ich glaube, das ist für euch ein bisschen einfacher, das ist für mich ein bisschen einfacher und so haben wir alles abgedeckt in den letzten Tagen. Gott sei Dank ist es ja nicht nur an mir, irgendwie so eine News zu zeigen, auf Twitter zeigen das sehr viele und in Videoform ist da Osaru direkt am Start, falls ich es mal nicht hinbekomme. Also, falls ihr mal irgendwie was verpasst habt, irgendwie nicht mitbekommen habt und bei mir nichts seht, guckt euch sein Video an, weil der schafft das auch locker easy. Fangen wir an mit, erstmal bin ich hier in diese inaktiven Liste gegangen. Da ist noch nichts drin, heißt also, ich habe keine genauen Daten für das, was heute so passiert. Außer vielleicht für die japanische Version, das gucken wir uns auch gleich mal an. So, auf der japanischen Version ist okay. Wir fangen aber einfach mal an, wollte ich sagen, mit der ältesten News und zwar einem neuen Vegeta zum Battle of Gods Event. Ja, es kam vor, glaube ich, war das gestern oder vorgestern, kam jedenfalls die News, dass im Battle of Gods Story Event Vegeta hinzugefügt wird. Oder Vegeta sein eigenes Event bekommt, ich glaube, das ist Vegetas eigenes Event, das ist natürlich Hype für alle Vegeta-Fans, vor allem nach der letzten Dragon Ball Super-Episode. Und ja, ich habe den Screenshot hier noch mit That's My Bulma, New Story Event with a Fumble, Vegeta takes place during Battle of Gods. The Super Version, if it ends up mattering, start Friday. Okay, startet wohl Freitag, wir haben also doch ein Datum, schön. Verstehe ich genau, takes place during Battle of Gods, the Super Version. Hä? Sieht mir aus, als wäre es ein eigenes Story-Event eher. Wer weiß? Ich glaube ja, das ist ein bisschen komisch hier. Aber es soll wohl Freitag starten, heißt übermorgen. Das Video dürfte Mittwoch kommen. Wir haben ja einmal diesen SRAGL Vegeta, Key plus 2, Attack Defense plus 40, when facing only one enemy. Ich muss sagen, SR-Karten werden immer besser. Es gibt SSRs, glaube ich, die... Hatte nicht AGL Bojack früher Attack plus 40% einfach nur at Start of Turn? Jetzt haben wir einen SR, der 2 Key bekommt und nochmal Defense dazu, wenn er halt einen Gegner hat. Aber trotzdem, das ist verdammt stark. Also, ich bin jetzt nicht wirklich so ein Vegeta. Doch, ich mag Vegeta schon. Aber Goku war mir halt lieber. Trotzdem, Vegeta habe ich nichts gegen. Und diese Karte an sich finde ich übel sick, weil es halt einer, noch kann man sagen, ein prägender Moment auch wieder in Dragon Ball war. Vor allem die Pose. Und passend zu der Karte haben wir noch mehr bekommen. Oh Gott, meine Nase ist zu fast. Passend zu der Karte haben wir noch eine zweite Info bekommen. Die ist erst heute geleakt worden, heißt, damit bin ich gar nicht so hinterher. Es geht um einen STR-Vegeta. So, ihr habt wahrscheinlich dieses Facebook-Video alle mitbekommen. Dort zeigt man einen weiteren Rage-Mode-Vegeta, der jedoch STR ist. Das Ding dabei ist jetzt halt, der wird wahrscheinlich nicht Free-to-Play sein. Da bin ich gespannt, wie sie das mit dem also machen. Da wird wahrscheinlich so ein kleines Dragon-Festival-Banner kommen. Sprich, doppelte Raids kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei solchen Charakteren, die jetzt nicht lokal exklusiv sind, ist das ja mal öfter so. Mir wäre es lieber, wenn er Free-to-Play wäre, weil das, was er kann, an sich ist ziemlich cool. So, ich stelle einfach mal auf 1080p. Die Lautstärke stellen wir runter, weil das sonst zu viel ist. So. So sieht das nämlich aus. At Start of Turn, wenn man unter 30% seines Lebens hat, verwandelt Vegeta sich in das Beast hier. Boom. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Das erinnert mich ziemlich hart an Beerus und ja, daran ist das auch angelehnt. Das ist halt so ein Rage-Mode à la Beerus-Style. Der auch verschiedene Ultis hat wieder, je nachdem wie viel Ki er hat. Und er macht sogar Damage. Big Bang Attack ist wohl die erste. Tatsächlich habe ich das Video noch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Da bin ich auch ein bisschen gespannt. So. Oh, ich hasse es, dass sie in so einem Preview-Videos nie auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Ja, wie ihr sehen könnt, ihr seid unsterblich während dieses Modus. Und euer Dokameter fühlt sich nicht auf. Also ganz normaler Great Ape quasi. So, hier haben wir Final Flash. Was ist dann die finale Attacke? Vielleicht einfach nur ein Bitch Slap? Kann ich mir so gut vorstellen. So. Wenn man volles Ki hat, macht man... Oh. Yo. Das sieht episch aus. Und es macht sogar nicht wenig Damage. Furious Gallic Gun. Das ist sehr episch. Wie ihr sehen könnt, macht er viel zu viel Schaden für eine Free-to-Play-Karte. Heißt also, ja, ich nehme an, Dragon Carnival Banner etc. Sowas in der Art wird es sein. Ist ein bisschen schade. Aber naja, wir haben ja den Free-to-Play-AGL. Vielleicht wird der gut sein, um die SA zu farmen von gerade diesen. Weil ich nehme an, dass er hier sich halt in, vielleicht sogar den hier, Dokkan awaken lassen wird. Kann ich mir gut vorstellen. Und damit ist halt die Super-Attack von diesem Vegeta farmbar.
Falls ihr aber auch normal Super Saiyan Vegeta heißt, gibt es wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten. An der Seite steht, Super Saiyan 2, Rage, wenn HP 30 or below. Gets Rage, his Super Attack will change with Key. Okay. Also eigentlich genau wie der Beerus. Gefällt mir ziemlich gut, dass wir wieder so eine Rage-Karte bekommen, nicht nur Great Ape. Ich mag das Prinzip an sich nicht, dass man unter 30 kommen muss. Ich würde allgemein schon unter 50% sagen, weil mit den heutigen Teams unter 30 ist recht schwer. 50-50 wären okay, würde ich sagen. Das wäre mir lieber auf jeden Fall. Und das war jetzt die älteste News. Noch dazu, in Addition, haben wir News, was die japanische Version angeht. Heißt, heute gibt es Global und JP News, weil das hier ist bis jetzt nur auf Global bestätigt. So ähnlich wie Kaioken, Goku, Super Saiyan und Paikuhan damals. Und Cell und Freezer. Das ist ganz nice. Wir kriegen nicht allzu klasse Karten, aber wenn wir sie kriegen, sind sie ganz nice. Und des Weiteren haben wir noch das hier in der, ich glaube V-Jump war das, geleakt bekommen für das dreijährige Special in Dokkan. Was natürlich auf der japanischen Version ist, weil die haben dreijähriges. Wir noch nicht. Der kam später raus. Ich weiß genau, wann der ist. Ich weiß es nicht. So, wir zoomen mal ein bisschen dran. So. Also, ihr seht, das ist nicht das größte HD, es ist halt eine Zeitschrift, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wir haben hier eine Menge drauf zu stehen und ich versuche das mal abzuarbeiten. Beziehungsweise habe ich hier links eine kleine Liste, die wir durchgehen. Und zwar, Dokkan 3 Jahre Special, die ersten Infos dazu. Die 3 Jahre Celebration steht an. Und dazu wird erstens das Icon gechanged. Ich sehe das nicht gerade auf dem Bild. Ah doch, hier, das da. Das Item wird gechanged, 3 Jahre Dokkan. Gut, ist jetzt wohl die kleinste Neuerung, interessiert nicht so viele. Des Weiteren aber kriegen wir einen INT SSR Super Saiyan 3 Son Goku als Login-Bonus am 29. Januar auf JP. Wir haben die letzten Male einen Tech Super Saiyan Goku bekommen, der dann awakebar war zu einem Super Saiyan 2 Goku, den wir auch nochmal gedroppt bekommen haben, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte gedacht, sie awaken den irgendwie weiter, vor allem so ein Z-Awakening hätte ich gedacht. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Ich hätte gedacht, sie machen mit dem vielleicht ein Z-Awakening, aber nein, sie bringen einfach eine neue Karte. Von der Reihenfolge her passt es aber, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Finde ich echt nice, vor allem, wenn wir den mehrmals bekommen, könnten wir damit vielleicht auch einfach die SA von Super Saiyan 3 Gokus farmen. Aber normalerweise ist es eine Karte, die man einmal gedroppt bekommt und halt das Jahr danach vielleicht nochmal, aber... Naja, soll ich nicht beschweren, Super Saiyan 3 Goku Karten sind immer cool, finde ich sehr nice Charakter. Kann man ruhig machen, vor allem Tradition bleibt halt Tradition, schön, dass sie weitergehen. Des Weiteren haben wir einen STR Kid Gohan, das ist der Bub hier, der so schüchtern guckt, SSR, ja, wohl auch free, der awakebar ist auf einen UR, beziehungsweise TUR, das ist dann der hier, der Namek Gohan, also hier erstmal auf dem Weg zu Namek, Namek Gohan, und dieser ist dann Z-Awakebar, Extreme Z-Awakening, EZA, zu einem Level 140er mit SA15, heißt zwischen diese ganzen alten Gottlieder, Broly, Goku, etc., wird jetzt nochmal er hier gequetscht, dass er kriegt auch ein Z-Awakening zum Dreidigen. Was genau das sein wird, wissen wir nicht. Wir haben ja einmal den kleinen Gohan, das ist vor Namek direkt, dann haben wir Gohan auf Namek, Potenzial Unleashed. Was ich mir vorstellen kann als dritte Karte, wäre halt Gohan in der Namek-Kutte, beziehungsweise in der Saiyajin-Kutte. Ihr wisst schon, da wo sie gegen Freezer gekämpft haben, halt mit den Schulterpolstern etc., würde von der Reihenfolge her das Sinnvollste wohl sein, aber auch das Langweiligste irgendwie. Schade eigentlich, weil das Kostüm hier gefällt mir viel besser. Muss wohl sein. Angezeigt werden die Super Saiyan 3 Goku-Medaillen, aber einfach nur, weil sie das Aushängeschild fürs Extreme Z-Awakening sind. Lasst euch davon nicht beirren. Es geht darum, dass dieser Gohan hier Level 140 dann erreichen kann. Ziemlich nice. Vielleicht wird er einfacher zu machen, dann hätten wir alle mal so eine recht einfach zu bekommene Extreme Z-Awaken-Einheit, wenn man bedenkt, dass man für die anderen spezielle Teams braucht. Ist schon oft eine ganz schöne Aufgabe. Neben dem Ganzen haben wir noch einmal, was schon seit einem Jahr in den Daten ist, hier unten. Neue Shenlong-Möglichkeiten, und zwar Purunga, der namekianische Shenlong. Das gab schon mal vor einem Jahr geleakt, aber wurde bis erst noch nicht ins Game eingebaut, erst jetzt. Und ihr könnt euch denken, was passiert. Collect Dragon Balls and you get 3 Wishes granted. Und das Ding ist, das sind jetzt wohl diese Wünsche. Wenn ich das nicht verstanden habe. Entweder sind das hier normale GIFs. Nee, ich glaube das nicht. Wenn ihr die Dragon Balls einsammelt, kriegt ihr 3 Wünsche erfüllt. Und zwar einmal kriegt ihr Tonnen von Trainings-Items. Ihr kriegt einmal diese komischen Elder-Kais, die für Farben jeweils gut sind. Was ich ein bisschen unnötig finde. Ich finde, die sollten normale wieder rausgehen. Und ihr kriegt einmal Haufen von Potential Orbs. Gut, damals waren es Dragon Stones. Heute kriegt man halt Kais, Trainings-Items und Potential Orbs. An sich finde ich das gar nicht so schlecht, weil ich habe schon manchmal zwischendurch Mangel, was Items angeht, muss ich sagen. Also, ist auf jeden Fall, naja, ist es besser als Zeni oder... Aber ich könnte Medaillen ganz gut vertragen. Medaillen, ach, gibt's vielleicht nur mir so. Naja, Stones wäre auch schön gewesen. Stones werden wir aber wahrscheinlich als Login-Gift bekommen, weil immerhin ist es das Dreijährige. Shenlong muss da nicht auch noch extra welche rausgeben.
Und das ist alles, was wir bis jetzt wissen zum dreijährigen Dokkan Special. Für JP, ich wiederhole, japanische Version. Bei uns noch nicht. Und zum neuen Vegeta-Event, was kommen wird. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Das war's mit dem heutigen Dokkan-Mette-Info-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich jetzt keine einzelnen Videos gemacht habe, sondern es einfach mal zusammengefasst habe. Ich habe es die letzten Tage halt nicht geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like und oder ein Abo dalassen würdet. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan-Mette-Video wieder. Bis dann, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao!